Willkommen zurück zu FIFA 13. Wir machen weiter am 31. August 2013 mit der Partie FC Augsburg gegen den FC St. Pauli. Es kann losgehen, das ist sozusagen die Pokalrevanche. Heim- und Heimtrikots natürlich, weiß, ist nicht so toll. Die Pokalrevanche vom letzten Jahr. Denn wir haben uns ja nicht durchsetzen können gegen Augsburg im Elfmeterschießen. Mal sehen, was es heute wird. Schauen wir im Tor, Torrand, gesperrt in der Abwehr, Zambrano und Fuentes. Auch noch mitfahren Daube, Bartels und Boll und so wie Schindler. Mittelfeld und Pinilla, Saglik und die stürmen dort vorne. Ich glaube mal, Gonta wird ihn wieder vertreten, den Gesperrten. Also in der Abwehr wird immer Gonta vertreten, glaube ich. Jens im Tor mit einem Wert von 64 über sehr schade ist irgendwie. Verhaag, Sebastian Langkamp, Jan-Ingvar Kaltenbach und Marcel de Jong in der Abwehr. Defensiv Mittelfeld, Daniel Bayer und Andreas Ottel. Auf den Außen kommen Jan Moravec und Martin Petterschela. Jacuel Co. mit einem Wert von 82 im offensiven Mittelfeld und Aristide Bonzé stürmt dann vorne. Also die besten Spieler sind Co., Bonzé und Moravec. Da haben wir fast keine Chance. Deswegen stellen wir den Gegner auch noch auf Mittel, weil wir den noch vom letzten Mal gegen Bochum so hatten. Und das ist die Tabelle. Ja, Bochum letztes Mal mit 5:0 abgeschossen, aber trotzdem stehen sie auf dem 15. Platz. Ja, Augsburg steht einen Platz dahinter. Und wenn sie jetzt hier gewinnen, die Augsburger, dann klettern sie auf den 13. Platz vor Stuttgart. Das zeige ich euch dann später, wenn es soweit ist. Aber wenn sie nicht gewinnen, wir gewonnen haben, dann habe ich jetzt nicht geguckt, was dann passiert wäre. Aber wir haben auf jeden Fall einen Sieg und zwei Unentschieden. Noch keine Niederlage, das ist gut. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir 8 Punkte. Und wenn nicht, dann halt 5 oder schon 6 Punkte. Ich bin etwas müde. Es ist Samstagmorgen. Ferien sind noch nicht vorüber. Nein, Baden-Württemberg hat immer noch Ferien. Jawohl, und Bayern auch. Die anderen nicht, das tut mir leid. Also, hier ist der Einspann. Hier laufen wir ein. Das lasse ich mal jetzt laufen, denn Augsburg hat einen total guten Wert von einem für einen Bundesligisten, die jetzt erst die dritte Saison in der Bundesliga spielen. Ein Wert von 74 haben sie nämlich. So. Aber das muss nichts heißen. Trotzdem können wir gewinnen. 74:69 ist doch nichts ausschlagbar. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Bartels! Wow, das geht schon mal gut los. Er hat 3 Minuten erst gespielt und Bartels prüft schon mal Jensch. Schuss will ich mir jetzt nochmal anschauen. Habe ich nicht auf den Touchscreen gezielt, aber war eigentlich ganz okay, der Schuss. Saglik, komm nicht zum Kopfball. So, Konter über Moravec ist das, glaube ich. Ja, immer die Witzbolde. Also wie gesagt, das ist der Pokalknaller vom letzten Jahr. Obwohl es kein Knaller war, das war leider Gottes kein Handspiel oder sowas. Hat ihn einfach nur angeschossen. Leider. Okay, jetzt gibt's hier eine Chance. Saglik. Saglik. Ganz eiskalt hat er hier den Abwehrspieler hier stehen lassen. Keine Ahnung, wer da war. Langkamp oder keine Ahnung. Und dann zieht er hier mit links in das Torwart-Eck halb hoch. Für Jensch nicht unhaltbar, aber ja, Torwartwert von 64. Okay, das war gerade schlimm. Da, ja, da ist ja der Schauner besser. Manninger oder Amsif wäre da besser gewesen, aber ich weiß nicht, ob die Manninger da schon hatten. Manni. Boll kommt da durch, gut. Pinilla. Und das war ein grauenvoller Pass. Naja, es sollte eigentlich ein Pass in den Lauf sein. Ein Lauf in den Pass. Wieder zu Saglik. Der hätte gleich mit der Hacke dorthin spielen sollen zu... Keine Ahnung, wer das war. Da ist jemand nach vorne gelaufen. What the frick? Ich glaube, es war der rechtsaußen Daube. Also rechtsaußen Mittelfeld. Nicht Verteidiger, weil wir haben keinen Rechtsaußenverteidiger. Wir haben nur 3 Innenverteidiger. Wow, gute Balleroberung jetzt hier. Bartels, Pinilla. Es geht jetzt alles viel zu schnell, Saglik. Ah, der Pass war zu schön, um wahr zu sein. Saglik! Wow. Da macht sich die Abwehr selber
schwer, macht sich die Abwehr selber schwer und wir kommen zu einem Eckball. Boah, jau, T, Kabeljau, T nochmal. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Freunde, das geht doch so nicht. Zuerst wird der Ball, glaube ich, getroffen in den Magen oder so. Und dann hier, wie verteidigen die denn? Ich habe sie doch extra auf Mittel gestellt. Gegen Bochum war es ja schon einfacher. Aber wenn sie so wollen, 2:0 Führung für den FC St. Pauli nach 25 Minuten. Das ist zwar noch nicht alles hier geschehen. Das Augsburg kann immer noch mit 3:2 gewinnen, aber so wie das gerade ausschaut, sieht das gut aus für uns. Boll. Ja, in die Mitte muss man passen und das war Grauenfall. Bonce, Zambrano, letzte Aktion. Bevor der Bonce abschließen wollte und das war kein Foul und kein Eckball. Gut. Hat wahrscheinlich Zambrano den Bonce angefault. Ah, schade, da wäre jetzt durch gewesen. Aber Boll schafft's auch. Also nicht schlecht jetzt hier, was meine Mannschaft macht. Ich kann mich noch erinnern, dass gegen HSV die Partie viel schwerer war. So, Pinilla wieder. Vielleicht fällt er jetzt das 3:0. Nee. Vorbei, zu hoch. Ja, war kein Eckball, okay. Aber immerhin hat er sich durchgesetzt im Kopfballduell. Das muss man auch lassen. Okay, jetzt kommt der Chance über die Außen für den Gegner. Da läuft einer viel zu hoch. Aber kein Problem für die Abwehr, die ihre Sache bis jetzt ganz gut macht. So, Saglik. Oh, wäre der da nicht da gewesen. Das hätte so schön ausgesehen. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler gestanden ist. Ansonsten wäre das abseits gewesen. Saglik. Pinilla. Jensch macht seine Sache gut. Ansonsten hätte es ja 3:0 wahrscheinlich. Ich will die ja auch nicht demütigen, aber hallo, ich habe mir auf Mittel schon mehr erwartet, auf Spielstärke Mittel. Jetzt wird es ein Debakel. Nie gedacht, dass ich so gut auf Mittel bin, aber das ist auf jeden Fall eine Pokalrevanche. Boom! Okay. Ja, ich bin da vollkommen zufrieden. Im Prinzip könnt ihr mir ja gar nicht glauben, dass ich sie jetzt auf Mittel gestellt habe, weil ihr es ja nicht seht, aber ja, du Scheiße, Fuentes! Aber das sagt schon mal einiges. Wenn Moravec hier das 3:1 so erzielt, dann müsst ihr mir glauben, dass das auf Mittel ist, weil so ein leichter Spieler, der macht so ein Tor niemals. Trotzdem ist es nur Ergebniskosmetik, denn wir führen immer noch mit 3:1 und 2 Toren Unterschied. Also jetzt spätestens müsst ihr mir glauben, dass die Spieler auf Mittel sind. Wenn die Abwehr vielleicht sich ein bisschen dumm anstellt. Schlecht. Also bei den Gegnern, nicht bei uns. Bei uns ist es eigentlich immer noch astral. Scheiße, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir eine klasse Partie jetzt noch in der zweiten Halbzeit sehen werden. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es in der ersten Halbzeit. Das kann ja nicht gut werden in der zweiten. In der zweiten werden wir dann alles verspielen, weil die Spieler so müde sind. Nee. Fuentes macht da keine Fehler in der Abwehr. Wir brauchen dich schon. Jetzt schickt man Pinilla auf Reisen. Leider steht da immer noch ein Abwehrspieler, der da ein Wort dagegen hat. Gut, Halbzeit. 3:1. Warum die Trikots sich immer noch nicht aktualisiert haben, weiß ich nicht. 1:7 Torschüsse für uns. Wenn das mal nichts ist. Und das auf Spielstärke Mittel. Da habe ich mir gegen den HSV schon ein bisschen was Besseres vorgestellt. Haben die Fans gerade gepfiffen? Für Augsburg? Ja, wahrscheinlich. Weil mit 3:1 zu Hause zurückzulegen und das nach der Halbzeit. Okay, das war dumm. Wusste ich nicht, dass jetzt an den Ball kommt. Und das war fast noch dümmer. Wenn da keiner gestanden hätte. So. Pinilla kann sich nicht durchsetzen, aber ich will auch gar nicht, dass der an den Ball geht. Oder in den Zweikampf. So, bis jetzt immer noch keine rote Karte, das finde ich gut, das ist blendend. Da kommt einer rein und das hätte rot gegeben. Wäre es der letzte Mann gewesen. Ne, ich glaube, der kommt auch nicht ungeschoren davon. Irgendwann bei einer Unterbrechung sieht er dann gelb. Oh ja. Moravec Čauna, gut gehalten.
Moravec hätte vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen können. Schindler. T. So, jetzt ist wieder Hochbetrieb da. Bei der Abwehr. Wenn man denkt, das war schon die letzte Abwehrkette. Nee, da kommt noch einer. Scheiße, Alter. Halt die Fresse. Die spielen so sehr defensiv. Und ein Stürmer dann vorne, dort vorne, macht uns alles kaputt dann. Okay, Moravec ist zwar kein Stürmer, aber... Yo. Yo, come on. 60. Minute. Ich habe immer noch Angst, dass wir hier den Ausgleichstreffer sehen, aber wir führen ja mit zwei Toren. Aber wenn die das 3-2 machen, dann wollen die bestimmt auch noch das 3-3. Und dann ist das hier eine klasse Partie gewesen, die St. Pauli mit 3-2 nach Hause führt. Denn ich glaube, ich kriege ja noch ein Gegentor oder so. Es wäre zwar dann gegen Augsburg die Partie mit den meisten Gegentoren, die ich bekommen hätte, aber... Ja, hätte Sackle mit rechts vielleicht beschossen, hätte das besser ausgesehen. Aber bis jetzt ist noch alles gut. Ball bei der Ecke. Ja. Ah, die war ein bisschen zu. Weit vor das Tor. Da muss Jens auch rauskommen. Ein Torwart auf Mittel hätte das nicht geschafft, ne? Nur dass das klar ist. Oh Gott. Scheiße, Zambrano schafft es nicht, gegen Bonsier sich durchzusetzen. Oder gar in den Zweikampf zu gehen. Co. Wert von 82, aber Czauner hat zumindest den Ball gehalten. Der hält gegen Dresden. Am Montag war das. Also, mal willst du mich verarschen. In der zweiten Liga damals. Damals. Gut, gut, gut. Hat Elfmeter gehalten und das, damit war er dann der Matchwinner. Genau wie Patrick Meyer, der in der 88. Minute eingekommen ist und in der 88. Minute ein Freistoßtor erzielt hat. Nur ist er ist nur reingekommen, um den Freistoß zu schießen. Versteht man das? Hätte der Trainer dann ausgewechselt und einen Abwehrspieler gebracht, dann wäre es noch schöner gewesen. Dann hätte ich gelacht. Aber ansonsten, ja, war das schon eine tolle Partie, was St. Pauli gegen Dresden gespielt hat. Das ist das Milan-Tor, muss man sagen. Also was da die Stimmung los war, das war unfassbar. Nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Mannschaften. Willst du mich verarschen? Ich wollte nur einen Trick machen. Er war auf einem guten Weg jetzt hier, Tor zu erzielen. T. Kommt einfach zu leicht durch. Das. Aber ich kann es nur betonen, die Mannschaft ist auf Mittel gestellt. Ich kann da nichts für. 4-1 steht's. Man sieht doch, wie die Mannschaft hier nach vorne kommt. Guckt euch das an. Du spielst doch nie eine Mannschaft auf Mittel. In der Abwehr auf leicht. So spielt doch keine Mannschaft auf leicht, wollte ich sagen. Mein Gott. Beziehungsweise ich wollte sagen, so kann doch nur eine Mannschaft auf Mittel spielen. Also was anderes geht ja gar nicht. Schindler, das war frustfaul oder was? Wir führen noch mit 4. Es ist ja egal, weil Gonta Auswechselspieler ist, aber trotzdem, das hätte es nicht sein müssen. Ich sag ja 4-2, zweites Tor für Augsburg. Also der Elfmeter war knallhart. Da konnte er ja gar nichts mehr machen. Was soll er da noch machen, wenn der Ball an die Latte geht? Wenn der Ball an die Latte geht beim Elfmeter, dann hast du als Torwart überhaupt keine Chance. Da kannst du vielleicht dich nur noch strecken. Aber hinkommen tust du vielleicht nicht mehr. Okay, 4-3 habe ich keinen Bock zu, weil es ist 86. Minute. Scheiße, es wird so kommen, ich sehe es doch. Aber Czauner hält den Kasten sauber. Leider reimt sich's nicht. So, Saglik. Jetzt muss er den perfekten Pass zu T spielen, der ja grauenvoll war. Ja, hätte Jens den Ball schlechter gespielt, dann ja. 2 Minuten gibt's drauf. Oben drauf. So. Gerade mal den 3DS verruckelt und dann gleich den Ball erobert von Schindler. Okay, doch ins Aus, Mann. Eckball wäre jetzt nochmal schön gewesen. Dafür gibt es die Konterchance für das 4-3 und ich habe keinen Bock, denn wir wollen ja auch die Meisterschaft gewinnen. Brauchen wir auch gute Tordifferenz. Zacklick! Ah, Mann. Da muss jetzt Daube kommen. Kommt nicht an den Ball, leider. Aus. 4-2 gewonnen. Das auf Spielstufe Mittel. Da bin ich sehr zufrieden. 6 Tore habt ihr gesehen, Freunde. 4 für uns. Spielinfo. 4-9 Torschüsse als Augsburg. Er hat nochmal richtig Dampf gemacht.
Aber wir hatten dann das Quäntchen Glück und haben das vierte Tor dann noch gemacht und ja. Also war schon ein tolles Spiel, finde ich. Da haben sich die Eintrittskarten für die Auswärtsfans gelohnt. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, alles klar. Ja, kann man sich jetzt nicht beklagen, also was die Werte angeht. Zunächst wird keiner hochgestuft, also einer, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, wer das war. Was für Ergebnisse. Mainz gegen Schalke 1:1. Das ist noch ganz sachte. Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin 5:4. Aha. Bochum gegen Hannover 2:1. Wolfsburg gegen den BVB 0:0. Stuttgart gegen Bayern 0:2. Gladbach gegen Hoffenheim 1:2. HSV besiegt Freiburg, SC Freiburg mit 3:2. Köln verliert 0:4 gegen Bremen und Augsburg gewinnt, verliert 2:4 gegen FC St. Pauli zu Hause. Wir sind Vierter. Scheiße. Bremen hat das Ultimatum rausgeholt. Fuck. Aber wir stehen vor den Bayern. Das ist gut. Hannover ist Letzter. Mit 0 Punkten. 4 Niederlagen. Und momentan ist keine Transferperiode. Ja, ich weiß. Beim nächsten Spiel geht es dann gegen Leverkusen. Die Mannschaft wird dann auch schwer gestellt. Also die Spielstufe. Halleluja. Das kann nicht gut gehen. Aber, naja. Wir werden schon schaukeln. Das Pferd. Das Kind, meine ich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen am 7. September, wenn dann am 9. die Schule wieder losgeht. Ja, dann sieht man sich wieder dort und bis zum nächsten Part und tschüss.